Liebe Brüder und Schwestern, liebe Mitfeiernde an den Radio- und Fernsehgeräten. Das Wort vom Kreuz ist denen, die verloren gehen, Torheit, aber die gerettet werden, ist es Gottes Kraft und Gottes Weisheit. Das bemüht sich der heilige Paulus an die Gemeinde Korinth zu schreiben, denn immer wieder wurde diese Wahrheit, dass Jesus uns das Kreuz erlöst hat, angegriffen, verhöhnt und auf die Seite geschoben. Ich denke auch, dass wir jetzt in einer Zeit leben, in dem es viele gibt, die dieses Geheimnis auch nicht verstehen. Eines der ältesten Darstellungen vom Kreuz ist im Palatin in Rom, auf dem Palatin, in einer Kadettenschule, wahrscheinlich der kaiserlichen Garde. Dort hat einer ein Kreuz an die Wand geritzt und einen Menschen darauf gezeichnet mit einem Eselskopf. Und hat dort rund und davor bildet er einen Soldaten ab in seiner Ausrüstung und in seiner Kleidung. Und schreibt darunter Maximinus betet seinen Gott an. Offensichtlich wollten die Kollegen oder seine Mitkameraden ihm mitteilen, dass das eben eine Dummheit ist, einen Gott anzubeten, der am Kreuze stirbt. Und genauso wie es damals war, so ist es auch heute noch. Dieses Geheimnis Jesu, der eben nicht den Weg der Macht und des Reichtums und der Fülle geht, sondern der Erniedrigung und der Demut und der Liebe, indem er sich hingibt, wird nur von denen verstanden, wie ein heutiger Tagesheiliger oder halt jene Menschen, die vom Geist Gottes beschenkt und in der Wahrheit eben eingeführt worden. Jene können begreifen, was es heißt, ein Gott stirbt für uns. In Utrecht soll es ein Bild in einer Kirche geben, wo eben die Szene vom Karfreitag dargestellt ist. Unten auf diesem Bild sind verschiedene Berufsgruppen und Menschen dargestellt, Soldaten, die stolzen Schriftgelehrten und Pharisäer und viel Volk, das eben neugierig dieses Schauspiel verfolgt. Und der Künstler hat auf diesem Bild einen Platz freigelassen, um dem Betrachter zu sagen, der Platz ist für dich. Geh auch du zu diesem Kreuz und bringe du deine Sorgen und Nöte, deine Ängste und dein Leiden, deine ungelösten Probleme und die Schwierigkeiten, die du selbst nicht meistern kannst, und übergib sie dem, der für dich gestorben und dich erlöst hat. Und der Theologe Cantalamessa hat in einem seiner Bücher eindringlich geschrieben, dass wir alle, wie wir hier sind, keiner sagen kann, ich bin nicht unter deinem Kreuz gestanden. Denn in jedem Gottesdienst und in jeder heiligen Messe, so sagt er, stehen wir unter dem Kreuz. In jedem Gottesdienst wird dieses Geheimnis vollzogen und in jedem Gottesdienst, und so bringt Jesus sein Opfer, sein Leiden und sein Geschenk, das er uns geben will, dem himmlischen Vater dar, um die Erlösung der Welt wieder aufs Neue zu vollziehen. Und da gehören wir dazu. Und Cantalamessa sagt an dieser Stelle, du wirst dich nicht entschuldigen können und sagen, ich hätte damals für dich gestimmt. Und wir sind auch davon aufgefordert, wirklich zu uns zu entscheiden, wo wir hingehören. Ob wir wirklich zu jenen gehören, die sich um die Mutter Gottes scheren und sammeln, oder um jene, die eben hinaufrufen,
erlöse dich doch selbst, steig vom Kreuz ab. Ich denke, dass diese Entscheidung unser ganzes Leben immer wieder herausfordert und wir natürlich dieses Kreuz immer auch wieder betrachten sollen. Was dieser Jesus Christus, der mit uns die Menschennatur teilt, der mit uns das Leiden teilt, der mit uns die Not und das Elend dieser Welt mitträgt, der uns vom Kreuz ja auch selbst durch die Mutter Gottes gibt und sie mit uns teilt. Ja, der sogar den Vater im Himmel mit uns teilt und sagt, ich gehe hinauf zu meinem Gott und zu eurem Gott, der letztlich seinen letzten Blutstropfen hergibt und alles, was eben möglich ist. Und für diesen Gott, der uns so liebt, sind wir beauftragt, uns wirklich einzusetzen. Jenes Salz zu sein, von dem wir heute bei Matthäus gehört haben. Jene Würze des Lebens, die eben diese Welt lebenswert macht. Wie das Salz in der Speise, wenn es fehlt, die ganze Speise nicht schmackhaft macht. Oder wenn zu viel drinnen ist, wenn wir meinen, wir müssen fromm sein und sonst lieblos sein. Sondern wenn wir wirklich in der Würze des Lebens jenes Beitrag leisten, der uns Jesus vorgelebt und gezeigt hat, dann sind wir wirklich Christen. Und die heilige Theresia wurde einmal gefragt, wo man den Christen erkenne. Dann sagten sie, an seiner Barmherzigkeit. Das ist das Zeichen eines Christen. Und das Gericht überlässt er dem Vater im Himmel. Amen.